Ja, da bin ich auch schon wieder, würde ich sagen, weiter geht's natürlich mit Zelda Tears of the Kingdom auf der Nintendo Switch. Wie ich ja eben schon sagte, im letzten Part am Ende gehen wir auf jeden Fall hier in diesen Abgrund runter. Das ist der Abgrund am Viridin-Hochland. Schauen hier einmal runter, was da wäre und dann so in die Richtung, ja, West-Gerudo unten im Untergrund, weil wir dort die Karte auch noch nicht so aufgedeckt hatten. Das heißt, ja, wir starten direkt los und schauen erstmal, was uns dort erwartet. Ich lasse mich überraschen und bin sehr, sehr gespannt, was wir hier alles in diesem Part erreichen werden. Und wir haben im letzten Part da durch Zufall sogar den Schatz gefunden mit Naboris Helm. Auch mega, mega Highlight, muss ich dazu sagen. Hier ist jetzt natürlich die Frage, waren wir hier eigentlich schon mal? Wenn wir kurz hochschauen. Ja, wir sind hier höchstens mal so rübergeflogen irgendwie noch. Okay. Dann könnte man auch hier schauen, bei hier vorne. Sieht das auch sehr interessant aus da unten, oder? Hier sind noch so ein paar Konstrukte sogar. Ich sag erstmal auf die rauf. Direkt. Master Schwert, ja, ist auch bereit. Das heißt, nehmen wir das natürlich. Ich würde sagen, die hau ich mit weg. Wenn die schon hier so rumstehen. Aha. Zieht natürlich gute Energie ab, wieder. Aber immerhin so ein paar Energiesphären, die brauchen wir sowieso. Er hat gerade schon wieder so viel Energie abgezogen. Ne? Ich habe jetzt höchstens auch so Sachen, die ich so futtern könnte, schnell. Nur so Buschen. Okay. Ja, mal schauen, was wir in diesem Part so Schönes da unten finden werden. Ich hoffe natürlich ein paar sehr schöne Sachen wie Jägerbaupläne. Haben wir in den letzten Parts auch so ein paar schöne gefunden. Hier ist irgendwie so eine Plattform. Okay. Eigentlich sehr cool. Immer schau. Aber kein Krog hier oder so. Und da oben sind noch mehr so eine Plattform. Doch da wäre, glaube ich, ein Krog, ne? Oder könnte man natürlich irgendwann mal hinschauen. Ich würde sagen, wir schauen direkt runter, oder? Zum Glück haben wir den Pfad des Helden, dass man den Weg immer sieht und so, wo man schon lang ist und so. Bin mal gespannt, wie gesagt, was hier unten auf uns wartet. Das geht sogar so ein Weg so außen rum runter. Okay. Ja, wäre dann der Abgrund am Viridin-Hochland. Das Hochland am Gerudo-Hochebene müssen wir eh nochmal irgendwann richtig durchsuchen. Hier ist sogar Wasser, okay. Und man sieht hier gar nichts. Super. Wollte eigentlich jetzt irgendwie erstmal leuchtsam hier hinhauen. Ah, hier ist Land, okay. Muss ich eigentlich so hinschmeißen, die Teile. Machen wir mal so große Leuchtsam hin. Okay, hier wäre sogar so ein Teil für Mineru. Wo so ein paar Sachen ausrüsten könnten. Ich würde auch sagen, lasse ich erstmal, brauche ich nicht. Was da hinten sehen wir gerade. Ist es die Richtung? Ne, es wäre hier die Richtung. Ich würde sagen, wir gehen erstmal dort, weil da ist ja oben ein Schrein gewesen. Dort müsste eine Wurzel sein. Da ist einmal auch Mineru drauf. Also ja, zumindest so ein bisschen Licht hat vorne. Und mit Ventilator können wir natürlich auch ein bisschen rennen. Mega duster da unten alles. Glaube, ich schmeiße auch ein paar Leuchtsamen. Ja, es geht auch wieder ganz schön weit runter. Sehr weit runter. Hä, Leuchtsam ist da unten gelandet. Okay. Krass. Was ist das für ein Bereich hier? Wir müssen ein oder Markierung folgen. Aber ich möchte erstmal zu der Wurzel dahin, damit wir zumindest ein bisschen was sehen. Und bin schon mega gespannt, ob wir hier noch einen Bauplan oder so finden. Super, da geht's wieder hoch.
Man hätte eigentlich so rüberfliegen können, wenn man mehr gesehen hätte, oder? Ich gehe so außen rum. Müsste ich schauen, ob das klappt. Wenn nicht, müsste man hier klettern oder mit Decken springen. Ah, hier könnte man hoch. Okay. Eigentlich krass, wie gesagt. Im Untergrund ist noch so viel zu erkunden, was wir gar nicht kennen und dies und das. Ne? Genau in die Richtung will ich und hier ist ein Riesenberg. Das ist immer nervig, wenn man eigentlich gerade durch möchte und dann so einen Berg vor sich hat. War nützlich, nichts, klettern wir ein bisschen hoch. Richtung der Markierung unten auf der Karte. Ja, mal schauen. Ich bin gespannt, wie gesagt, was wir hier noch alles unten entdecken. Das ist ja unter West-Gerudo, die Ebene im Abgrund hier. Denke mal schon, dass da noch so ein paar interessante Sachen kommen. Hier könnte man wieder Sonanium farmen. Da geht es sogar noch weiter hoch wieder, oder wie? Noch so ein Berg hier. Kann man hier irgendwo hoch? Nein, leider nicht. Ja, schau ja einmal außen rum. Wenn es dann klappt. Aber mega cool, wie gesagt, im letzten Part durch Zufall den Schatz gefunden. Nabores Helm. Mega geil. So, eigentlich müsste man hier so hochkommen. Boah, sieht ganz gut aus im Moment. Aber man sieht natürlich nichts. Gut, hier können wir zumindest mit Deckensprung hoch. Ja, da vorne ist dann auch die Wurzel. Okay. Kann das sein, dass wir einen Jägerstützpunkt haben? Wäre schon cool. Allgemein, der ganze Untergrund ist cool. Okay, erstmal zur Wurzel. Da sehen wir zumindest die Umgebung hier. Das wäre die Arats Inadunk Wurzel. Okay. Die Wurzel des Lichts vertreibt das Dunkel und erleuchtet deine Umgebung. Sah eigentlich schon ganz interessant aus gerade. Schauen wir mal. Wir haben jetzt hier. Wenn man schau an der Ecke. Ich glaube, das hier könnte auf jeden Fall ein Jägerstützpunkt sein. Also einmal markieren. Und hier sind wieder so eine Plattform für Minero, wo man Sachen holen könnte. Ja, da würde ich sagen, schauen wir erstmal dorthin und dann hier so runter. Und dann haben wir nur hier die Ecke unter West-Gerudo oben. Ne? Das sind die Tormadüne und so. Hier oben ist sogar irgendwo noch ein Schrein, wie wir beim letzten Part da gesehen haben. Da müssen wir auch nochmal schauen. Erstmal natürlich dorthin, dann so runter. Es sieht aus, als wenn dort auf jeden Fall wieder so ein Stützpunkt ist. Und da könnte man noch Sonanium farmen. Möchte ich aber eigentlich gerade nicht. Markierung übrigens kann da weg, no. Ich würde sagen, einmal auf Minero drauf. Immer wieder geil mit dem Minero-Konstrukt. Ja, da fliegt tatsächlich wieder so ein Jäger durch die Gegend mit einem Flugzeug. Oh, das heißt, wir kriegen wahrscheinlich wieder einen weiteren Bauplan auf.
Heile habe ich gerade 0, okay. Ah, ihn hier vorne, den müssen wir killen, der da gerade angeheizt kommt. Und schauen, Waffe ausrüsten, welche schmeiße ich. Hier so ein altes Schwert, würde ich sagen, brauche ich nicht. Wenn er näher kommt, einmal drauf, würde ich sagen, oder? Oder ich nehme das Master-Schwert und hau so drauf, wenn ich ihn dann kriege. Da kommt er angeheizt. Das sind wieder sehr coole Fahrzeuge, die sie hier haben. Ich finde das immer wieder Highlight, mit dem Teil, mit dem sie rumheizen hier. Frage ist so, wie kriege ich das? Ich habe keine Pfeile noch. Ah, nicht gut. Er kann mir jetzt ständig mit so einem Ding da schocken. Oder mit Mineru draufhauen. Das würde natürlich auch gehen. Da ist Mineru in dem Moment, wo ich hin will, ist Mineru weg. Oder Yonobu. Einmal nehmen und drauf da. Und somit gekriegt. Plus natürlich Eingang geöffnet. Ich hoffe ja, dass da wieder Bauplan ist. Wäre schon geil. Vor allem von diesem Fahrzeug, was wir hier haben. Auf dem er hier rumheizt die ganze Zeit. Und er oben auf seinem Flugzeug schießt natürlich auch noch. Ich würde sagen, erstmal schauen wir hier. Hier haben wir nämlich weitere Jägernotizen. Moment. Er war gerade mal mega am Nerven mit so einem Pfeil. Und habe gestern ein sehr seltsames Monstrum gesehen und wollte die Sache hier festhalten. Das Ding ähnelte einem Hylianer, der leuchtete. Echt unerklärlich. Ich bin vor Angst fortgerannt und wollte im Stützpunkt Bericht erstatten. Doch mein Chef war ausgeflogen. Und Magenbeschwerden stand auf einem Zettelchen, das er hingehängt hatte. Klingt für mich nach Käse. Ich glaube, der Herr hatte einfach vor lauter Hunger Düsterbürmchen gegessen. Okay, Rum Koga. Okay. Also Düsterbürmchen, ob die schmecken, weiß ich nicht. Noch nicht probiert. Müssen Nintendo mal in den Handel bringen. Großer Solo-Energiekristall, aber. Und rechts ist ja meist immer der Bauplan. Schauen wir mal. Ja, wäre ein weiterer Jäger-Bauplan, okay. Hier wird beschrieben, wie man Solo-Bauteile und anderes Material zu etwas Neuem kombiniert. Nutze für Nachbau die Bautomatik. Wäre dann das Kampfflugzeug. Oh, sehr cool. Die neue Bauplan-Steinplatte wurde in der Bautomatik registriert. Kampfflugzeug heißt, das hat dann irgendwie so Kanonen mit dran oder wie. Müsste man gleich mal schauen, wenn ich das zusammenbauen wollen würde. Schauen wir mal. Ist sogar hinten direkt Batterie mit dran. Jetzt muss ich mal schauen. Das könnte ich sogar bauen im Moment. Ja. Würde aber ohne eine Batterie verbrauchen. Wenn man kurz schauen. Kanonen? Wo sind da die Kanonen? Ist das auf den Flügeln die Kanonen? Ich baue den einfach mal. Ja, sind die Ventilatoren? Ach, vorne dran sehe ich gerade. Ist so ein Flammenwerfer. Auch nice. Und es hat sogar unten, wie man sieht, direkt so ein Brett, so ein Rollbrett. Weiß, man könnte so losheizen. Ich würde sagen, das mache ich sogar kurz mal zum Testen, da wir es jetzt neu haben hier. Ja, und unten, wie man sieht, kommen auch Flammen raus. Ich würde sagen, greifen wir ihn hier direkt an da vorne. Klar. Und kommt natürlich nicht richtig dran. Und wie wir sehen, wir haben leider zu wenig Batterien. Oh. Aber mega cool. Die Idee auch mit dem Flammenwerfer. Ich hätte jetzt gedacht, da hängt irgendwie eine Kanone dran. Unsere Batterie reicht aber natürlich so gut wie gar nicht, wie wir jetzt gerade sehen. Wir müssen unbedingt mehr Batterien bauen. Das ist ärgerlich. Aber ihn hier möchte ich schon gerne noch vom Himmel holen. Das sind sogar zwei, die hier rumheizen da oben. Klar, die können die ganze Zeit mit einem Flugzeug durch die Gegend heizen und ich habe so wenig Batterien. Ich komme noch nicht mal ran an die. Was eigentlich ärgerlich ist gerade. Hier haben wir noch einen Pfeil, zumindest vier Pfeile hätte ich jetzt. Haben wir hier noch irgendwo Kisten? Aber mega cool. Somit weiteren Bauplan eingesagt. Hier sind ein paar Kisten.
Immerhin mit Leuchtsamen, das ist schon mal gut. Für die weitere Erkundung des Untergrundes, ja. Aber das wird jetzt ja nichts bringen, wenn ich die hier oben kill, oder? Können die natürlich runterholen, versuchen runterzuholen, aber... Ja, würde jetzt eigentlich nicht so viel bringen. Bauplan haben wir. Mega geil. Ich bin auch gespannt in Zukunft. Das hätten wir eigentlich schon längst machen müssen, den Untergrund ein bisschen mehr zu erkunden und so. Überall mega coole Baupläne und so. Dann können wir eigentlich sogar Richtung, so in diese Richtung hier würde ich sagen, einmal. Ich markiere das schon mal direkt. Wenn wir schauen. Hier wäre höchstens für Minero oben noch so eine Baustation. Für die Teile, dort auch, dort auch. Ja, können wir eigentlich sogar so direkt runterrennen unten. Und wie gesagt, wir müssen unbedingt schauen, dass wir mehr Batterien haben demnächst. Müsste man nur mal beim Spähpost war zum Beispiel nochmal schauen. Eigentlich direkt bei, genau, hier ist also eine Batteriemaschine noch. Müsste man eigentlich demnächst mal hin. Wir müssen unbedingt mehr Batterien haben. Weil die ja, Flugzeugteile und dies und das, auch die anderen Bauteile, Sonobauteile, verbrauchen immer ganz schön viel Energie und so. So, dann schauen wir erstmal Richtung Vesgirudo Untergrund. Vielleicht finden wir auf dem Weg dahin noch irgendwas Interessantes, ne? Irgendwo dort müsste auch wieder eine Wurzel irgendwo sein, da hinten. Weil oben ist auch noch ein Schrein, den wir nicht haben. Auf jeden Fall schon mal Highlight, wie gesagt. Da ist wieder nur Sonor Farm. Da können wir ja Sonor Kristalle farmen. Wo ist Minero? Hier. Also einmal so rüber. In die Richtung müssen wir noch. Ah ja, auch cool, dass Minero vorne so Scheinwerfer hat. Sieht man zumindest so ganz klein bisschen mehr, ne? Ärgerlich sind das nur gerade die Gegner hier in der Nähe. Kurz warten, Batterie auffüllen. Da muss ich, wie gesagt, ich hatte ja letztens schon gesagt, wenn ich privat mal hier rumrennen würde, könnte ich natürlich so ein paar ja, Sonor-Teile farmen. Müssen wir so haben, wenn wir zum südlichen Erdschloss in den Himmel wollen. Und Leuchtsamen habe ich jetzt leider nicht so viele, das ist ärgerlich. Wenn das höchstens so die Richtung weitergehen, ohne dass ich hier was sehe. Okay, hier müssen wir ein bisschen klettern. Oh, schauen wir mal, 13 Leuchtsamen, okay, das passt eigentlich. Können wir zumindest Büsche erleuchten. Schon krass, was es alles für Baupläne gibt. Das Kampfflugzeug, mega cool. Aber ich hätte mir das jetzt vorgestellt mit so einer Kanone. Kann man natürlich auch selber basteln, vorne so eine Kanone ranhängen. Das ist natürlich auch sehr cool. Okay. Also einmal die Richtung. Ah, da hinten sieht man schon, ist die Wurzel. Das heißt, einmal markieren. Ist dann doch noch ein Stückchen weiter. Das wäre dann die letzte hier für Untergrund von der Wüste, ne? Oh, sehr, sehr cool. Das eine der Richtung folgen. Ja. Und wenn man dann die Karte aufgedeckt hat, kann man auch wieder gucken wegen weiteren Stützpunkten. Hier wäre wieder so einer mit dem Schwert irgendwie, ne? Den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Also einmal um Berg rauf. Was haben wir hier noch? Ah, hier ist sogar Bahn. Ich wollte gerade sagen, das sah gerade echt komisch aus hier. Ich dachte erst, es ist eine Statue, der Pelz.
Hey, hier haben wir direkt wieder Skelett. Und sogar noch einen. Ey, ich sehe gerade, irgendwo müsste noch ein Kopf sein, oder? Ah, hier, er hat seinen Kopf wieder aufgesetzt. Also die Wurzel ist doch noch ein ganz schönes Stück entfernt, oder? Na, eigentlich da vorne schon. Also die reiten hier sogar mit dem Pferd durch die Gegend. Auch nicht schlecht. Aha, ich sehe gerade Miasma-Herz ohne Ende. Aber können wir gleich wieder heilen. Ich glaube wirklich viel ist hier glaube ich nicht mehr, oder? Also hier unten zumindest hier in der Wüste. Das wäre die Gina Tojrim Wurzel. Hey, schauen wir mal. Ja, da scheint auch gar nicht mehr so viel zu sein hier unten, okay. Die Wurzel des Lichts vertreibt das Dunkel und erleuchtet deine Umgebung. Muss ich noch mal kurz schauen auf der Karte. Also zumindest das Kampfflugzeug, das haben wir auch schon mal, was sehr cool ist, den Bauplan. Aber hier, wie wir sehen, Karte ist aufgedeckt, da wäre das höchst die Baustation für Minero. Ihr könnt natürlich sein, dass man hier noch ohne Ende von diesen Sonanium farmen könnte. Okay, hier war ja übrigens da unten auch das Gerudo Dunkelfossil, das hatten wir letztens auch entdeckt. Da waren auch übrigens diese Hände wieder. Wo ich ja weggerannt bin oder so. Die Wüstenarena, die haben wir auch hinter uns, aber auch ein sehr schönes Teil. Dort waren wir. Wenn ich mal schaue, ja. Also hier ist jetzt glaube ich nichts Interessantes mehr, okay. Und das da. Dann könnte man eigentlich hoch, das heißt hier oben. Hier müsste dann auf jeden Fall ein Schrein sein. Das heißt, setz da mal eine Markierung. Aber unten, wie gesagt, müsste eigentlich nichts Interessantes sein, außer hier vielleicht. Ich würde sagen, da renne ich mal hin noch schnell, weil das sieht eigentlich interessant aus. Wäre die Richtung. Ja, dann könnten wir eigentlich sogar gleich hoch wieder in die Wüste, Westgerudo. Und dort zu dem Schrein hin. Bin mal gespannt, was uns dort erwartet dann. Okay, hier wie gesagt für Minero hier vorne ist eine Baustation. Ne? Aber wenigstens sieht man jetzt auch was hier. Wenn man die Wurzel hat, sieht man wesentlich mehr hier überall. Mega cool. Ehrlich, da immer schon mitnehmen. Ja, dann schauen wir mal, ob da an dem Punkt, wo ich gerade markiert habe, irgendwas Interessantes noch ist. Wenn nicht, schauen wir direkt hoch gleich oben. Ich würde sagen, Richtung Gerudo-Stadt und dann rüber. Herr Sandrobbe würde ich jetzt sagen, einmal zu dem Schrein da einmal. Auch in der Wüste selbst könnte man noch ein bisschen rumrobben. Mit der Robbe. Ja, da könnte man wieder nur Sonanium farmen. Und da vorne wäre das so, ne? Hm.
Frage ist, ist es noch am Stützpunkt oder nicht? Wäre schon cool. Aufnehmen kann man nie genug haben. Das Kampfflugzeug, mega episch. Wie gesagt, kann man auch Kanonen ranhauen. Wenn man mal schaut. Mega episch auf jeden Fall. Am besten noch Kanonen vorne ran. Dann wäre es natürlich noch geiler. Der ist nur so eine. Ich sehe gerade so eine Narnium-Farm, kann man eigentlich sagen, ne? Oder? Schauen wir mal hin. Also geht es mir auch so hoch. Ja, hier können wir wieder so Narnium holen. Können wir aber auch immer gut gebrauchen. Ja, jetzt kommt er und nervt hier rum. Ich würde sagen, das nehmen wir mal mit. Ja. Was sind das hier für Teile? Das TNT. Ah, gefährlich. Lieber schnell weg, nicht, dass ich mich in die Luft sprengen. Und wir haben noch zwei Feen, ne? Wäre jetzt nicht so schlimm, wenn ich sterbe, aber... Ja, das übrigens hebe ich lieber auf. Wir können jetzt höchstens so Narnium fahren, okay. Ja, würde ich sagen, könnte man sogar eigentlich, wenn ich jetzt nochmal schaue, hier kennen wir eigentlich alles soweit. Ich muss nochmal schauen, ob ich irgendwas übersehen hatte. Waren wir hier schon? Ne, auch nicht, ne? Oh, das sieht interessant aus. Ich würde sagen, da schauen wir nochmal hin. Das scheint auf jeden Fall ein Jägerstützpunkt zu sein. Das heißt, da könnten wir sogar eventuell noch einen Bauplan bekommen. Das heißt, einmal markieren. Und dann eigentlich von hier oder von dort. Dort ist näher dran, ne? Dann porte ich mich einmal rüber zu der Wurzel. Das müsste auf jeden Fall noch ein Stützpunkt sein. So eine Base von den Liga hier. Wir haben übrigens jetzt insgesamt 140 Krogsaugen. Auch cool. Hat man am Ende des letzten Parts nur einen Krog gefunden oben. Meine Arme in die Richtung. Da ja, müsste eigentlich normalerweise ein Stützpunkt sein. Sind wir auch noch nicht gewesen. Okay. Falls noch ein weiterer Bauplan, habe ich mega Bock drauf. Ich würde sagen, hier hoch, oder? Was haben wir hier noch? Noch ein Sonanium. Ich finde das immer wieder geil. Wie gesagt, wenn man die Wurzel aufgedeckt hat, sieht man wesentlich mehr, was natürlich sehr cool ist. Unten. Also wenn man in purer Dunkelheit durch die Gegend rennt, ne? Okay, einmal die Richtung. Ja, wenn noch ein paar Erdlichter. Da müsste auf jeden Fall ein Stützpunkt sein da hinten. Da bin ich ja mal gespannt, was wir da dann vom Bauplan bekommen. Ja, ich denke mal, wir werden sowieso in Zukunft auch öfters im Untergrund schauen. Da haben wir für Bonusparts noch ohne Ende. Und im Untergrund müssen wir unbedingt schauen, dass wir irgendwann... Also auf jeden Fall die Stützpunkte, die möchte ich natürlich gerne mitmachen mit dem Bauplan. Die hätte ich natürlich gerne alle komplett. Wäre schon geil. Und das reizt natürlich auch so ein bisschen, den Untergrund weiter zu erkunden auch. Mit den ganzen Bauplänen und so. Okay, hier ist jetzt die Frage, wen müssen wir killen? Ah, da hinten. Da kommt er schon angeheizt. Die Tore sind aber elektrisiert. Okay. Kommt man so gar nicht rein, oder wie? Kann ich Yonobo dagegen hauen? Müsste mal schauen. Also einmal auspressen. Ja, kann man Tatsache. Und er heizt mit so einem Riesenteil durch die Gegend hier. Mit so einem riesigen Fahrzeug. Ich würde sagen, einmal hinten drauf und direkt killen. Mega geiles Fahrzeug, was er hier hat, oder? So mal natürlich Tür geöffnet. Das Fahrzeug ist mal mega.
Es hat vorne auch so Lichter. Ist auch mega cool gebaut. Und vorne natürlich auch so mit Stachel dran. Weil wenn man so jetzt durch den Untergrund heizen würde, könnte man auch die ganzen Bockblitze so wegmetzeln. Das Fahrzeug als Bauplan wäre mega. Also es hat mich doch selber geschockt, weil ich dagegen gekommen bin. Ah, nicht gut. Und das ganze Fahrzeug steht unter Strom. Aber mega geiles Fahrzeug, wie gesagt. Gefällt mir auch. Möchte ich haben als Bauplan. War die Tür dort, okay. Aber wir haben auch noch Jägernotizen hier wieder noch. Und sehr viel Sonnenfleckchen und so hier. Diesmal mit drin, okay. Ja, schauen wir mal. Und wichtig, allerneueste Erkenntnisse über das Miasma. Bitte jeden der Punkte aufmerksam durchlesen. Erstens, das Miasma kann auf keinerlei Weise bekämpft, entfernt oder getilgt werden. Eis, Feuer und Elektrizität sind nutzlos. Zweitens, Berühren vom Miasma greift dauerhaft Lebenskräfte an. Keinesfalls darauf oder hineintreten. Drittens, durch Miasma verlorene Lebenskraft lässt sich auf zwei Arten wiederherstellen. A. Behandlung mit Sonnenfleckchen und B. Verlassen des Untergrunds und Rückkehr zur Oberfläche. Ja, stimmt. Neueste Untersuchungen zeigen, dass das Licht vom Wurzeln einer Decke unter Umständen ebenfalls heilsam sein könnte. Allerdings bedürfte es hierfür einer Art Methode zur Verstärkung des Lichts, welche derzeit noch erforscht wird. Ruhm Koga. Mega cool. Ich finde Jäger eigentlich sehr lustig gemacht. Allgemein auch hier im Untergrund, die Basen von denen. In den Bauplänen. Okay, schauen wir mal. Also erstmal linke Kiste. Das Gute kommt natürlich gleich zum Schluss dann wieder. Solar-Energie-Kristall natürlich wieder. Großer und schauen wir mal. Also Kampfflugzeug haben wir. Plus. Der nächste Bauplan wäre das Kampfportal. Hey, was ist das? Die neue Bauplansteinplatte wurde in der Bautomatik registriert. Das ist irgendwie so ein Tor. Und in der Mitte oben ist irgendwie Laser. Oder wie soll ich das gerade verstehen? Ich würde sagen, können wir auch mal kurz testen. Ein Kampfportal. Sieht eigentlich schon episch aus, würde ich sagen. Ey, mal schau. Oh nice, kostet 18. Ich würde sagen, zum Testen bauen wir es einmal. Und in der Mitte, wie gesagt, ist halt hier ja das Laser so befestigt. Könnte man natürlich auch noch ausbauen. Da kommen natürlich auch sehr viele Ideen jetzt gerade. Okay, könnte man natürlich auch schauen, dass man das irgendwo am großen Fahrzeug mit ranhaut und so. Müsste man natürlich erst aktivieren. Oh, sehr cool. Wollte natürlich auch wieder Batterie verbrauchen. Aber wenn da jetzt natürlich Gegner gegenrennen, auch hier an den Seiten, sehe ich gerade. Das hat was, auf jeden Fall, oder? Somit Kampfflugzeug und das Kampfportal. Mega coole Baupläne. Jetzt habe ich richtig hype, bin ich richtig gehypt, eigentlich im Untergrund ohne Ende noch weiter rumzurennen. Und zumindest unter der Wüste haben wir soweit erstmal alles. Frage ist, wo gehen wir als nächstes hin? Südliches Erschloss Prophezei. Ja, da müssen wir natürlich auch nochmal hoch irgendwann. Hier unten waren wir auch noch gar nicht da. So. Da kommt man dann unter das südliche Erschloss irgendwo. Ich würde sagen, erstmal hoch. Weil hier haben wir jetzt halt diesen einen Schrein noch einmal. Hier im Himmel müssen wir sowieso schauen. Da kommen wir erstmal noch nicht hin. Das hatten wir versucht. Da sind wir letztens rein. Hier oben wäre noch die Südoase und so. Plus natürlich der Schrein. Dann würde ich sagen, schauen wir erstmal hoch. Einmal zur Gerudo-Stadt rüber zum Schrein. Den wollte ich ja sowieso mitmachen. Und dann könnte man vielleicht ja sogar, wenn wir es schaffen, mit dem Partner mal schnell zur Oase fliegen. Ja, Zeit haben wir noch ein bisschen. Also erstmal zum Schrein. Mal schauen, was auf dem Weg noch alles kommt. Mega episch, wie gesagt, die beiden Baupläne. Vor allem das Kampfflugzeug. Das gefällt mir eigentlich am besten von den beiden. Aber das Portal hat auch was, oder? Auf jeden Fall mega geile Baupläne hier. Gut, dann müssen wir eigentlich nur, Moment, einmal in die grüne Richtung. Das hier können wir eigentlich wegmachen, ne? Ne, das ist das eine.
Das Gerudo-Heiligtum, da muss ja irgendeine Kugel rein. Ich weiß noch nicht, wo man diese Kugel finden soll. Ja, ich würde sagen, einmal direkt rüber, oder? Könnte man auch hinrennen. Also eigentlich in die Richtung. Kochen tue ich jetzt erstmal nicht. Ich möchte eigentlich direkt zum Schrein. Ja, und in der Richtung, wie wir nochmal sehen, sind wir auch noch gar nicht gewesen, außer als unten. Und was mir gerade einfällt im Himmel, ist hier oben auch noch diese eine Plattform. Das sieht aus wie eine Oase da hinten, oder? Das sind ja die Tormadünen da irgendwie. Was hier die Ecke ist das, da waren wir noch gar nicht, okay. Können da eigentlich von dort dann so rum? Ich flieg da mal hin. Ich renn da mal hin. Weil das sieht gerade sehr interessant aus, dort. Und dann hinten zu dem Schrein dort. Ah, ich sehe gerade, wir haben wieder keinen Wüstenschutz, ne? Ärgerlich, da fehlt mir eigentlich am besten so eine Hose. Ich muss ein bisschen Futter haben. Nehmen wir einmal das Hyrule-Gras und schauen einmal hinten weiter rum. Das ist auf jeden Fall irgend so eine Oase dort. Kann sein, dass da wieder irgendwas Schönes ist. Hier ist er natürlich ohne eine Bockblende. Würde sagen, die lasse ich aber erstmal in Ruhe. Habe gerade keine Lust drauf, die Bockblende hier. Die Oase dort, die interessiert mich eigentlich mehr. Was ist das da noch für ein Feuer da? Wäre auch so hier bei den Tormadünen. Also bei der Oase ist bestimmt ein Krog, oder? Vermute ich mal. Schauen wir mal rauf. Ja, nichts Besonderes hier. Wenn das höchstens Bäume fällen, aber. Dann nehmen wir einen Krog hier. Oh. Ne, Baum möchte ich nicht. Können wir natürlich auch noch mal kurz schauen hier. Wir sagen dann zum Feuer, schauen wir natürlich auch gerade mal rum und dann zum Schrein auf jeden Fall hin. Das sieht eigentlich auch interessant aus hier, oder? Also so ein Exile-Frost, okay, zwei sogar. Direkt ein Eisen und weg damit. Aber kein Krog. Aha. Klar, jetzt habe ich die eingeeist. Was ich eigentlich nicht wollte. Und er gibt mir eine Schelle und zieht mir extrem viel Energie ab, ey. Mega nerviger Exalt-Boss. Aber wir haben ihn. Auch hier sehe ich gerade keine Crocs. Ich sage ungewöhnlich, oder? Ja, ich muss schon wieder futtern, ne? Ich muss schauen, dass ich demnächst ohne Ende mal ein bisschen zum Kochen ein paar Sachen machen und so herstellen. Gut, Feen hätten wir zwei, ich glaube ich lasse. Nee, erst die Äpfel.
Einmal zwei goldene Äpfel rein. Und dann mal schauen, was da hinten beim Feuer ist dort. Ja, da steht sogar jemand da oben. Ach nee, da ist sogar eine Moldora noch. Oha, da muss ich aufpassen. Zwei haben wir letztens besiegt. Einmal Operation Moldora hatten wir fertig, die Quest. Plus noch eine Moldora. Die hat da anscheinend Panik. Kann das sein, dass es eine Quest ist da? Schauen wir mal hin. Oh, ich glaube, das wird nicht easy. Wenn die Moldora kommt, wird das überhaupt gar nicht easy. Nein. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass er kommt. Gut, wir haben zwei Feen. Wenn ich jetzt zweimal sterbe, wäre nicht ganz so schlimm. Die Novo einmal drauf, wollte ich gerade sagen. Aber ich möchte da vorne zu der Person auf jeden Fall hin. Oha. Ich würde sagen, erstmal hier drauf. Pfeile habe ich auch keine. Okay, Moldora ist da. Das ist übrigens Tormadüne in Moldora hier. Einmal schon durch und geschafft. Okay. Ja, klar. Während ich auf der Plattform bin, kriege er mich oder wie? Hätte die Fee jetzt nicht gehabt, wäre es ärgerlich gewesen. Bitte geh weg, sagt sie genau. Ich wollte mich zu ihr eigentlich schauen. Wie konnte ich so achtlos sein? Ich war so auf meine Suche fixiert, dass ich ins Revier einer Moldora eingedrungen bin, ohne es zu merken. Ich konnte mich gerade noch hier hinauf retten. Aber runter kann ich jetzt nicht, denn das Monster reagiert auf Geräusche und würde sofort angreifen. Ich habe auch keinen Köder, mit dem ich es in die Ehre leiten könnte. Diese Kreatur, sie frisst alles. Wenn ich von hier herunterfalle, dann ist zum Heulen. Ich bitte dich, tu mir einen Gefallen und geh weg. Dann haben wir die verschwundene Besitzerin, ist die Aufgabe hier. Ah, okay, die haben wir somit gefunden. Auf der Suche nach Materialien ist Aisha aus Versehen im Moldora-Gebiet geraten. Sie kann sich nicht bewegen, da Moldoras auf Geräusche reagieren, extrem gefährlich sind und alles verschlingen. Okay, das heißt, man müsste dann jetzt die Moldora hier besiegen. Was ärgerlich ist, aber ich habe kaum Pfeile und so. Und auch Nahrung hätte ich jetzt nicht gekocht. Könnte man sonst natürlich demnächst machen. Die würde ich jetzt gar nicht so einfach schaffen, die Moldora hier. Oha, jetzt muss ich auch aufpassen, weil ich hier überhaupt weg möchte noch. Das Schrein war irgendwo hier hinten, ne? Ah, da vorne, ja. Das ist ärgerlich. Die Aufgabe, wie gesagt, können wir natürlich gerne demnächst machen, aber ich sehe gerade, allzu viel Zeit haben wir auch nicht mehr für diesen Part und ich würde gerne den Schrein damit machen. Jetzt ist die Moldora nur extrem gefährlich hier. Ich würde sagen, ich warte hier einmal schnell. Was ist ein Feind in der Nähe? Geht nicht. Och nö. Und er kommt wieder. Ich muss übrigens mal zwischenspeichern, fällt mir gerade ein, ne? Könnte ich irgendwas bauen? Ich muss mal kurz schauen. Bautomatik. Flugzeug oder Landboot oder so. Um hier ein bisschen schneller wegzukommen. Also hier hätte ich zum Beispiel, ja, das Landboot. Müsste ich bauen können? Ja. Könnte ich bauen. Und Moldora ist direkt in der Nähe. Ja, klar. Das ist genau das, was ich gerade meine. Game over. Zum Glück habe ich vorher gespeichert, bevor ich das Boot gebaut habe. Ne, auf jeden Fall zum letzten Speicherpunkt zurückkehren. So, eigentlich können wir die Datei laden. Der letzte Speicherpunkt ist ja da hinten weiter irgendwo, oder? Gut, dass ich gespeichert habe gerade eben. Ärgerlich. Ich würde sagen, die machen wir demnächst. Aber wir sind sogar direkt hier. Okay, das passt. Dann schnell das Landboot nochmal bauen. Und direkt von hier abhauen, würde ich sagen. Einmal drauf da direkt.
Oha, Moldora kommt irgendwo. Von hinten irgendwo. Okay, mit Landboot müsste man ja schnell genug wegkommen, oder? Ich hoffe es zumindest. Gut, Batterie hält. Sollte passen. Hier muss man sowieso eigentlich so rüber, sehe ich gerade. Ob wir hier so Sand haben. Ich bin da auf dem Brett drauf. Ich würde sagen, einmal bis hier und dann mit Deckensprung hoch. Da hätte man sowieso an den Brettern hoch müssen, irgendwie noch. Kann hier nirgends hoch. Da würde ich sagen, kletter ich von hier. Wenn es dann klappt. Ja, gerade so hochgekommen, okay. Das heißt, wir haben außenrum so drei Sachen. Meiotanik-Schrein haben wir hier. Mega cool. Ich würde sagen, gehen wir natürlich direkt rein. Wie gesagt, das mit der Moldora müssen wir demnächst einmal schauen. Könnte man demnächst, dann müsste man aber erst ein bisschen kochen, damit wir uns besser heilen können und so. Die Feen sind jetzt leider auch weg, da wir durch die Moldora eben gestorben sind ein paar Mal. Aber den Schrein möchte ich zu 100% sehr gerne hier jetzt direkt mitmachen. Schauen wir mal rein, was für eine Aufgabe hier, ja, diesmal auf uns wartet. Das wäre unser 76. Schrein übrigens. Nein, wir sind sogar nackig wieder. Oha. Und dieser Schrein bann und läutert ein Übel aus vergessenen Tagen. Nur jenem sei der Zutritt gewährt, der kein Werkzeug in den Händen trägt. Ja, nacktes Überleben ausgewichen haben wir hier dann, okay. Ich hoffe, dass ich es schaffe, aber es wird glaube ich wieder ein bisschen schwieriger, oder? Ich habe da so ein ungutes Gefühl irgendwie. Vor allem, wenn man nackt ist. Okay, ausgewichen ist die Aufgabe. Und wir sehen auch schon so eine Laserstrahlen. Kommt hier irgendwas gleich runtergerollt, oder? Sieht nämlich so aus. Hier ist so ein Abgrund. Und gegen die Laserstrahlen darf ich überhaupt gar nicht kommen, oder? Oh, krieg die Fässer ja. Die könnte ich da hinten nehmen. Okay. Dann würde ich sagen, erstmal kurz so. Ah, gefährlich. Ich sag doch, da kommt irgendwas runter und Tatsache. Genau in dem Moment, wo ich durch möchte, kommen die nervigen Kugeln da runtergerollt, ey. Aber durchgekommen. Kann ich so eine Kugel nehmen, ja. Kann man sogar nehmen. Okay. Ich würde sagen, einmal dahin. Okay. Lieber erstmal durch. Gut, hier könnte ich mit Synthese einmal Schrein ranhauen. Brauche ich die Fässer? Nö, eigentlich nicht, oder? Das sind Bomben. Ah, Bombenfässer. Konstrukte, wo ist er? Ah, da oben. Sehe ich gerade. Klar. Aber nicht so viel Energie verloren. Das ist schon mal gut. Konstrukt rennen. Und ist sogar mit, ja, direkt weggefackelt, oh. Okay. War auch schnell einmal Kugel hin. Klar. Muss man schneller durch. Und da unten hätten wir was noch. Ein paar Bauteile. Also Stacheln sind das, okay. Ich wollte gerade sagen, Bauteile, hä? Irgendwie so eine Stacheln. Okay, komm her. Komm durch den Laser durch. Ja klar, er kann da durch oder wie? Ich darf nicht durch, er darf durch. Eigentlich fies. Also ich hier lieber was vorpacken. Packeln sogar dann. Okay. Ich glaube, wir müssen das sogar anfackeln hier, ne? Sehe ich gerade. Ja klar, dann kommt er hier.
mega gefährlicher Konstrukt. Und hat auch ganz schön viel Energie. Ich ziehe ihm nicht so viel ab, ne? Ja, brauche ein bisschen mehr Schläge. Bis er stirbt. Zumindest eine Keule habe ich. Das ist schon mal gut. Und dann kommt er ja, mit so einer anderen Waffe da. Nützt nichts, immer weiter drauf. Und geschafft, okay. Ja, man hätte das hier eigentlich auch in Brand setzen können. Hier ist er so efeu, aber. Ich weiß nicht, ob das so unbedingt was gebracht hätte. War es ja nur er jetzt hier. Und somit alle Konstrukte besiegt. Es sei dir erneut gestattet, Werkzeug zu verwenden. Mega cool. Somit natürlich Schrein auch direkt abgehakt. Okay. Und noch eine Truhe haben wir auch direkt hier vorne dann. Schauen wir mal, was drin ist. Immerhin Delta Elite Breitschwert haben wir dann nochmal mit drin. Okay. Das ein Herz noch über. Oben in der Leiste eben. Oh, Besucher dieses Bannschreins, der ist uralte böse Persiegel. Punkt, Punkt, Punkt. Kennen wir. Können wir überspringen. Jetzt haben wir übrigens wieder 4 Segenslichter, ne? Mega cool. Könnte man direkt einen weiteren Ausdauercontainer holen. Möge das Segenslicht der Kraft schenken. Ja, das mit der Moldora müssen wir schauen demnächst. Könnte man natürlich noch machen demnächst. Wäre jetzt ja die verschwundene Besitzerin da irgendwie noch. 76 Schreine insgesamt, 140 Crocs bis jetzt schon mal. Und Hauptstory hinter uns, haben trotzdem noch ohne Ende zu tun im Game. Ja, hier müsste man schauen. Ich denke mal, den Punkt lasse ich auch erstmal so aktiviert wegen der Moldora. Müsste aber dann erst ein bisschen kochen. Und hier unten im Osten, da müssen wir auch noch ein bisschen rum demnächst. Also hier ist ja die Südoase, könnte sein, dass da sogar auch noch ein Schrein ist, ne? Wo ich sogar auch demnächst richtig Bock drauf hätte irgendwann. Was mir gerade so durch den Kopf geht, wir können ja eigentlich ganz kurz mal zum Spähposten, weil wir jetzt auf 4 Segenslichter einmal kurz rüber teleportieren und Ausdauer-Container holen, würde ich jetzt sagen. Herz haben wir eh genug im Moment. Aber Ausdauer zu wenig, ne? Und zur Batteriemaschine müsste man auch demnächst eigentlich mal wieder Batterienbuschen erweitern. Ich denke mal, das mit der Moldora muss man mal schauen demnächst. Wenn wir zur Südoase gehen, könnte man diese Quest natürlich mit der Besitzerin dort, also wenn wir natürlich ausreichend Sachen haben zum Futtern, die Moldora dort natürlich auch direkt mitmachen. Wäre übrigens unsere dritte Moldora dann schon. Wie gesagt, wir haben ja letztens schon 2 Moldora weggehauen. Gut, hier erstmal zur Stator, Amoscha beten. Würde ich sagen, ja, direkt Ausdauer. So sei es. Und Ausdauer kann man auch nie genug haben, ne? Ja, somit weiterer Ausdauercontainer natürlich eingesagt. Bringe der Welt den Frieden zurück. Könnte man so gesehen da eigentlich sogar direkt wieder rüber. Also Moldora, wie gesagt, da müsste man sich erst vorbereiten. Aber hier mit der Südoase, da müsste man schauen, dass man da demnächst sonst hingeht. Oder von Gerudo-Stadt einmal rüber, ob da noch ein weiterer Schrein ist, das ist gerade so die Frage. Oder wir schauen da jetzt noch ganz kurz schnell hin. Und machen dann demnächst, wie gesagt, die Moldora dort. Links in West-Gerudo.
Dann das Gerudo Heiligtum, da muss da unten irgendwie immer noch so eine Kugel rein. Da habe ich immer noch keine Ahnung, was man da machen muss. Oder eher gesagt, wo die Kugel dort rumliegt. Ich markiere mal kurz einmal hier. Ich glaube, das geht da schnell, ne? Das tatsächlich wäre da noch ein Schrein, sehe ich gerade. Oh, sehr cool. Da habe ich eine Markierung zu viel gemacht, natürlich. Frage ist, soll ich den noch mitmachen? Ich denke mal nicht, dass der zu schwierig wird, oder? Dann machen wir den noch mit. Da ist auch noch einer. Haben wir den auch? Schauen wir mal. Das wäre hier. Das sind sogar zwei Schreine dort auch noch an der Ecke. Krass. Okay. Was haben wir hier? Ach so, noch ein Krog hier. schauen wir mal. Wo möchte er dann hin? Wenn die Wölfe mal weggehen würden. Hä? Wo möchte er hin? Er sagt gar nichts. Also auch jetzt, okay. Oh je, was für ein Schlamassel. Wer hätte gedacht, dass ich von meinem Freund getrennt werden würde? Er möchte dann da hinten Richtung der Südoase dort, okay. Sieht so aus, als würde er mir ein Rauchsignal schicken. Punkt, Punkt, Punkt. Könnte man da eigentlich, wenn ich gerade so überlege, mit der Bauautomatik schon. Wir haben so ein bisschen so, ja, können wir sogar einmal noch so ein Landboot bauen. Wenn man das jetzt schneller geht, würde ich sagen. Einmal schnell Hand nehmen. Programm. Und losheizen. Ja, passt. Mit so einem Landboot durch die Wüste. Ich finde das immer noch mega geil. Beziehungsweise eigentlich ist es ein Schlitten, der unten dran hängt. Okay, hier müssen wir kurz warten wegen der Batterie. Moment. Wir sollen einmal wieder ran, sonst fallen wir zu schnell runter. Okay. Ja, man kann natürlich hier zum Beispiel jetzt wieder aufladen erstmal. Drauf stehen bleibt man da trotzdem noch. Ah, hier rechts übrigens, stimmt, da möchte ich kochen. Geh weg. Ist nicht wahr. Mistvieh, ey. Dann haben wir hier direkt einmal den Krog. Klar, möchte natürlich weiterfahren. Der Krog möchte ohne uns abhauen hier. Und da haben wir die beiden auch vereint. Danke, dass du meinen besten Freund zu mir zurückgebracht hast. Hier, ein kleines Dankeschön für dich. Immerhin weitere zwei wunderschöne Kroxer. Tschüssi. Mega cool, muss ich dazu sagen. Ja, da ist ja übrigens auch der Donnertempel. Das haben wir alles schon hinter uns. Ne? Mega cool. Was haben wir hier noch? Hier liegen noch so ein paar Melonen rum. Ein paar Frostmelonen. Und hier oben wäre dann die Südoase. Und links ist aber auch noch irgendwas am Qualm, hier sehe ich gerade. Haben wir hier sogar noch zwei weitere Schreine, ne? Schauen wir mal kurz hier, was wäre hier? Was ist irgendein Lager hier? Übungsareal der Südoase wäre hier. Wunderbar, sagt sie noch. Ich würde sagen, mit ihr schnacken wir kurz nochmal. So, Saba. Du bist doch der Boy, der Seite an Seite mit den Kriegerinnen aus der Stadt gekämpft hat. Dies hier ist das Übungsareal für die Gerudo-Kriegerinnen. Sie durchlaufen ein hartes Training, bei dem in der Wüste Ausdauer, Willenskraft und Verstand herausgefordert werden. Lange Rede, kurzer Sinn. Hier ist der Startpunkt für das Wüstenrennen. Hier gibt es ein Wüstenrennen, okay. Meine Pflicht ist es, das Rennen zu beaufsichtigen und Hilfestellung zu geben. Ursprünglich war es nur Gerudo-Kriegerin gestattet, an diesem gefährlichen Training teilzunehmen. Aber da du an unserer Seite gekämpft hast, machen wir für dich eine Ausnahme.
Als Trainingsgebühr nehmen wir 10 Rubine pro Versuch. Willst du das Wüstenrennen wagen? Aber können die Regeln. Ne, wollen wir erstmal nicht, weil wir haben den Part eigentlich schon rum. Das können wir eigentlich sogar demnächst, direkt im nächsten Part machen, würde ich sagen, oder? Und das Wüstenrennen, das ist eine extra Aufgabe. Gibt es da irgendwas zu gewinnen? Das wird nur 10 Rubine kosten. Aber wir wissen zumindest, dass das hier schon mal ist, auch mit der Südoase und so. Verstehe, schade. Komm jederzeit vorbei, wenn du dich doch der Herausforderung stellen willst. Ich würde sagen, das ist eigentlich sogar ein guter Punkt, wo wir demnächst im nächsten Part dann weitermachen. Genau an der Stelle. Da haben wir hier nämlich, wie gesagt, das Wüstenrennen und oben sogar die Oase, weil das auch schon wieder jetzt 12:30 ist und ich muss morgen ein bisschen früher aufstehen auch. Ja, dann würde ich eigentlich sagen, war es das für heute auf meinem Kanal auf jeden Fall. Wir können natürlich gerne die Tage weitermachen. Morgen muss ich schauen, Feefarm hatte ich mir ja vorbestellt, also das kommt morgen auch an. Kann natürlich sein, dass wir das die Tage natürlich auch ein bisschen zocken nebenbei und so. Aber da werde ich natürlich dann wahrscheinlich einen zufälligen Spielstand machen, weil das kann man auch online zocken und so. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier mit dem Wüstenrennen im nächsten Part auf jeden Fall weiter direkt zum Anfang, würde ich sogar sagen. Und dann natürlich den Schrein oben. Dann würde ich schon sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Das war wieder euer Nobeldecker86. Ciao.